In diesem Video will ich den neuen Artillery Sidewinder X4 Plus etwas genauer unter die Lupe nehmen. Insgesamt kann man den Drucker als eine an mehreren Stellen verbesserte Variante des Elegon Neptune 4 sehen. Von der Geschwindigkeit kann der Artillery Sidewinder X4 Plus dieselben 500 mm pro Sekunde erreichen, dabei wurden allerdings die X- sowie die Y-Achse mit linearen Schienen ausgestattet. Dazu kommen noch einige weitere Features, wie zum Beispiel eine automatische Reinigung der Düse sowie eine insgesamt viel niedrigere Lautstärke. Welche Auswirkungen das hat und wie der Drucker insgesamt performt, seht ihr im folgenden Video. Ansonsten gilt es noch zu sagen, dass mir der Drucker für dieses Review von Artillery zur Verfügung gestellt wurde. Vielen Dank dafür. Auch wenn oben links deswegen Werbung steht, berichte ich natürlich wie immer vollkommen ehrlich. Der Drucker ist insgesamt sehr gut verpackt. Unter einer ersten Abdeckung finden wir zuerst einige Kleinteile, eine detaillierte Anleitung, das Display, eine Filamenthalterung sowie das Stromkabel. Dazu kommen Querstreben, um das Portal bei der Größe des Druckers stabil zu halten. Unter einer weiteren Abdeckung können wir dann das Portal sowie die Basis des Druckers entnehmen. Die Kleinteile bestehen wie hier gezeigt aus den klassischen Tools für 3D-Drucker. Besonders gut gefallen mir hier die Beutel mit Schrauben, welche durchnummeriert sind, um schnell den richtigen Beutel zu finden. Bevor wir mit dem Aufbau beginnen, werfen wir einen kurzen Blick in die Anleitung. Hier ist alles sehr gut erklärt und man kann leicht folgen. Nun müssen wir noch die zwei Kabelbinder vom Portal entfernen, damit wir dieses montieren können. Da die Anleitung hier echt gut ist und ich euch nicht mit dem Aufbau langweilen will, folgt jetzt einmal der Aufbau in Kurzfassung. Für den ersten Eindruck habe ich den Drucker hier einfach mal neben meinen Elegoo Neptune 4 Pro aufgestellt, mit dem ich ihn anfangs schon verglichen hatte. Mit seinem Druckvolumen von 300 auf 300 auf 400 mm ist der Drucker ein gutes Stück größer als klassische 3D-Drucker, wie man im Bild gut erkennen kann. Dazu kommen die linearen Schienen der X- und Y-Achse, die der Artillery Sidewinder X4 Plus verbaut hat, um mehr Präzision zu ermöglichen. In meinem Test zeige ich später noch, wie das die erste Ebene beeinflusst, welche hier viel besser als zum Beispiel beim Elegoo Neptune 4 Drucker ausfällt. Hinter dem Display versteckt findet sich eine WLAN-Antenne. Einen LAN-Anschluss gibt es leider nicht. Was auch noch direkt auffällt, ist die Gummibürste hinten rechts am Druckbett, welche vom Drucker genutzt wird, um die Düse vor dem Druck automatisch zu reinigen. Zusätzlich dazu hat das Bett hinten auch noch zwei Schrauben als Positionierungshilfen für die Federstahlplatte. Ab und an rutscht die Platte zwar über die kurzen Schrauben, insgesamt macht das die Positionierung allerdings trotzdem viel angenehmer als bei anderen Druckern ohne solche Hilfen. Zuletzt findet sich in der Basis des Druckers versteckt noch eine Schublade, welche zum Beispiel für die Lagerung von Tools verwendet werden kann. Für weitere technische Daten habe ich den Drucker unten natürlich verlinkt. Allgemein kann ich aber bis jetzt sagen, dass der Drucker fast alles mitbringt, was man sich von einem 3D-Drucker wünscht. Schreibt mir hier gerne mal in die Kommentare, was euer erster Eindruck ist und was ihr von den vielen Features haltet. Nun sind wir soweit, den 3D-Drucker das erste Mal einzuschalten. Beim ersten Start beginnt der Drucker direkt damit, den Nutzer interaktiv durch die ersten Schritte zu führen. Hier finde ich besonders gut, dass überall kurze Beschreibungen gegeben werden, was zu tun ist. Zunächst prüft der Drucker in einem Selbstcheck automatisch, ob alle Motoren und Heizelemente funktionieren. Anschließend geht es mit dem Leveling weiter. Hierzu muss zunächst mit den 6 Schrauben unter dem Bett dieses manuell eingestellt werden, indem man einige Punkte abfährt und den Abstand mit einem Papier misst. Nun setzt man den Z-Offset so, dass noch gerade ein Papier mit etwas Reibung dazwischen passt. Danach kann das automatische Leveling gestartet werden, indem der Drucker eine 11×11 Matrix abfährt und die Messergebnisse für die spätere Kompensation von Unebenheiten während des Drucks speichert. Ist das alles abgeschlossen? Dann werden wir zum Laden des Filaments aufgefordert. Anschließend muss noch der USB-Stick eingesteckt werden und wir sehen dann, wie der Drucker seine Düse automatisch reinigt, bevor wir ins Hauptmenü geworfen werden. Vorm Start des ersten Drucks können wir uns jetzt noch mit dem WLAN verbinden. Das geht über den Touchscreen ganz leicht. Wichtig ist hier nur, dass momentan nur 2,4 GHz unterstützt werden. Nach der Verbindung wird uns hier die IP-Adresse angezeigt, die wir in einen Browser eingeben können, um das Webinterface des Druckers zu erreichen. Wie auch beim Elegoo Neptune 4 basiert dieses auf Fluid und ermöglicht uns viele Modifikationen am Drucker.
Auf das Thema Modding gehe ich aber später nochmal etwas genauer ein. Nun wollen wir zuerst das Banshee vom USB-Stick drucken. Hierfür habe ich einmal die Druckplatte gereinigt, um mögliche Verunreinigungen zu entfernen. Ich habe hier mit Isopropanol bisher nur gute Erfahrungen gemacht, was die Adhäsion angeht. Bei Interesse habe ich es unten mal verlinkt. Auf dem USB-Stick finden wir dann im Ordner Modelfiles mit dem Namen Boat ein bereits vorbereitetes Banshee, welches wir einfach drucken können. Wie bei anderen Druckern auch, wird hier zunächst ein Streifen zur Reinigung der Düse gezogen. Anstatt dann direkt mit dem Druck anzufangen, wird aber zusätzlich nochmal die Düse an der Gummibürste am Rand des Druckbetts gerieben. Der Druck selbst hat sehr gut am Druckbett gehaftet und war in 20 Minuten fertig. Auf dem Druckbett sehen wir eine Linie vom Reinigungsstreifen zum Druck. Das ist aber kein Problem und ist auch danach nie wieder aufgetreten. Wenn wir nun das Banshee etwas genauer anschauen, dann sehen wir, dass die Qualität leider nicht ganz so gut ist. Von außen sieht es zwar ganz okay aus, von oben sieht man allerdings, dass es mit den Top-Layers irgendwie Probleme gab. Das ist hier aber definitiv ein Problem mit dem Slicen und nicht dem Drucker, wie ich gleich durch weitere selbst vorbereitete Drucke zeigen werde. Vorher wechseln wir aber noch kurz das Filament, da das mitgelieferte Material nicht gerade viel ist. Über das Display können wir hier einfach retracten, um das Filament aus dem Druckkopf zu befreien. Anschließend lege ich ein anderes PLA ein, das für schnelle Geschwindigkeiten geeignet ist, und über die Buttons auf dem Display lässt sich dieses einfach wieder laden. Das PLA, das ich hier momentan verwende, habe ich in der Beschreibung verlinkt. Nun wollen wir uns mal den auf dem USB-Stick mitgelieferten Slicer anschauen. Dieser hört auf den Namen Artillery Slicer, und wie der Name schon vermuten lässt, ist das die Artillery-Variante des Prusa Slicers. Beim ersten Start können wir hier einfach unseren Drucker auswählen und es kann losgehen. Zunächst habe ich hier natürlich nochmal ein Banshee vorbereitet und festgestellt, dass bei der Druckgeschwindigkeit für später auf jeden Fall noch Luft nach oben ist. Per Drag und Drop können wir dann den Cheatcode einfach über das Webinterface auf den Drucker laden und starten. Was mir hier besonders gut gefällt ist, dass hochgeladene Dateien auch vom Display aus gestartet werden können. Beim Eligo Neptune 4 ist das zum Beispiel nur über Umwege möglich. Nach dem Druck finden wir hier bis auf ein bisschen Stringing und ein paar Kleinigkeiten, die sich sicherlich mit wenig Arbeit lösen lassen, ein ganz gutes Ergebnis. Daher folgt ein Kalibrierungswürfel, welchen der Drucker bis auf eine kleine Überextrusion bei der obersten Ebene auch sehr gut meistert. Auch das ist allerdings wieder eine Sache, die ich im Slicer leicht anpassen konnte. Die Maße des Würfels waren alle sehr genau. Nach ein paar Anpassungen am Profil und der Erhöhung der Druckgeschwindigkeit habe ich dann Bierkästen für Batterien gedruckt. Auch mit der komplexeren ersten Ebene hatte der Drucker hier keinerlei Adhäsionsprobleme. Auch die Ergebnisse sind echt gut geworden. Man muss hier dazu sagen, dass der graue der erste Versuch war und ich die zu sehenden Mäkel vom Druck des zweiten weißen Kastens im Slicer noch behoben habe. Mein verbessertes Druckprofil habe ich unten verlinkt. Als letztes wollte ich noch die volle Größe des Druckers ausreizen und ich habe hierfür eine große Vase im entsprechenden Vase Mode gedruckt. Sehr beeindruckend fand ich hier, dass auch bei der großen Grundfläche der Drucker eine 100% perfekte erste Ebene hingelegt hat. Auch hier ist das Ergebnis sehr überzeugend. In insgesamt 5,5 Stunden hat der Drucker dieses riesige Modell hingestellt, das auch noch komplett wasserdicht ist. Bis auf ein paar Linien auf mittlerer Höhe gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Eine kleine Analyse im Slicer hat gezeigt, dass genau auf dieser Höhe eine größere Geschwindigkeit verwendet wird, für die wahrscheinlich in dem Fall die Kühlung zu gering ist. Das Ganze habe ich natürlich direkt behoben und das fertige Profil für den Vase Mode gibt es unten ebenfalls zum Download. Vor einem abschließenden Fazit will ich nun noch einmal kurz das Thema Modding anschneiden. Hier ist der Artillery Sidewinder X4 Plus nämlich durch ein offenes Clipper und die Fluid Web Oberfläche bestens geeignet. Die erste Erweiterung, die ich hier gemacht habe, ist der Anschluss einer Kamera. Das klappt analog zum Eligo Neptune 4, ein Video dazu habe ich euch unten verlinkt. Die zweite Modifikation, die ich hier gemacht habe, nennt sich Screw Tilt Calculate. Hier kodiert man in Clipper die Positionen der Schrauben unter dem Bett ein, um dann über ein Makro die nötigen Anpassungen zu berechnen. Der Drucker fährt dann die Punkte ab und gibt aus, welche Schraube wie weit in welche Richtung gedreht werden muss, um ein ebenes Druckbett zu erreichen. Wenn euch das auch in Bezug auf andere Drucker interessiert, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen, da gibt's bald ein Video über das Feature. Natürlich lässt der Drucker auch noch zahlreiche weitere Modifikationen zu. Hier wäre es zum Beispiel möglich, einen bereits unterstützten ADXL345 Sensor am Mainboard anzuschließen, um eine Vibrationskompensation zu ermöglichen. Nun kommen wir zum Fazit. Weil es davon nicht viele gibt, hier zuerst ein paar Kleinigkeiten, die mir nicht so gut gefallen haben. Neben der Sache, dass die Druckprofile im Slicer noch nicht ganz perfekt sind,
habe ich leider noch festgestellt, dass momentan auch das Licht nur im Touchscreen steuerbar ist. Auch wenn sich das direkt nicht ganz so gut anhört, dann sind das aber hauptsächlich Softwareprobleme, die vielleicht sogar schon bis zum offiziellen Release gelöst sind. Und falls nicht, dann habe ich euch hier unten meine optimierten Slicer-Profile verlinkt. Nun kommen wir auch schon zu den vielen positiven Punkten. Wie auch der Elegoo Neptune 4, den ich schon öfter als Vergleich herangezogen habe, verfügt der Artillery Sidewinder X4 Plus über ein All-Metal-Hotend, eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 500 mm pro Sekunde, sowie ein offenes Clipper und vieles mehr. Ich würde hier sogar sagen, dass der Sidewinder X4 Plus eine verbesserte Variante des Elegoo Neptune 4 ist, die eigentlich das gleiche und noch mehr kann. So wurden zum Beispiel die Schienen der X- und Y-Achse durch lineare Schienen getauscht, um eine höhere Präzision zu erzielen, was sich trotz dem größeren Druckbett in einer hundertprozentig perfekten ersten Ebene äußert. Außerdem werden einige kleine Probleme behoben, die ich mit anderen Druckern hatte. So sind im Webinterface hochgeladene Dateien auch im Display auswählbar und die Düse wird über eine kleine Gummibürste am Anfang automatisch gereinigt. Was mir sonst noch besonders gut gefallen hat, ist, dass der Drucker im Standby 100% still ist. Sämtliche Lüfter schalten ab, wenn keine Kühlung mehr benötigt wird, und man hört im Standby nicht einmal das Netzteil. Insgesamt kann ich für den Drucker auf jeden Fall guten Gewissens eine Kaufempfehlung abgeben. Das Gerät hat mich überzeugt. Für Interessierte habe ich natürlich den Drucker unten in der Beschreibung verlinkt. Mit der Veröffentlichung dieses Videos startet nämlich gleichzeitig der Vorverkauf des Druckers. Wenn ich euch mit dem Video weiterhelfen konnte, dann würde ich mich über ein Abo freuen, damit ihr nichts mehr verpasst.